fühlt sich's an, mit dem Pokal heute unterwegs zu sein? Ja, wir sind ja nicht nur heute unterwegs, sondern halt, schon in mehreren Städten und werden am Ende alle 10 Host Cities haben. Einen Monat vor Turnierstart enden wir in München sozusagen, wo dann natürlich auch das Eröffnungsspiel stattfinden wird. Und es ist immer was Schönes und man sieht die, oder man merkt auch die Magie so eines Pokals, weil die Menschen einfach Lust haben auf das Turnier, aber vor allem auch Fotos mit dem Pokal zu machen. Und deswegen ist es schon immer was Besonderes. Wir fühlen die EM schon. Was sind Ihre Wünsche, Hoffnungen, Träume auch in dieser weltweiten Lage derzeit? Mehr Zusammenhalt, Solidarität und ein größeres Wir-Gefühl. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, weil ich glaube, das haben wir dringend nötig. Und wenn ich jetzt schaue, was solche Turniere zelebrieren, dann ist es, dass viele Menschen einfach zusammenkommen und gemeinsam feiern und sich erleben. Und das wollen wir mit der Europameisterschaft 2024 auch hinbekommen. Vielen Dank. Sehr gerne.